Servus und hallo, liebe 1000 PS-Zuseher. Wir sind hier auf der Messe in Mailand. Wir sehen uns hier die Produkt- und Motorradneuheiten für die nächste Saison an. Gerade eben sind wir am Stand von Kymco. Kymco ist ja schon lange kein Unbekannter mehr, überzeugt mit sehr, sehr niedrigen Preisen und aber auch hoher Qualität. Das haben auch schon die Mitbewerber mitgekommen und haben viele Joint Ventures mit ihnen, mit Kymco eingegangen. Wir denken hier an Kawasaki oder auch BMW, denen Kymco zum Beispiel die Motoren liefert. Kymco feiert hier auf der Messe in Mailand ein 50-jähriges Firmenbestehen und bringt dazu drei neue Modelle. Wir haben zum einen einen Side-by-Side, der da hinten steht, mit 450 Kubikzentimeter. Dann der Agility wird upgraded, der nennt sich jetzt Agility Maxi. Und hinter mir ist nicht nur eine hübsche Dame, sondern da steht der neue Downtown 350. Der Downtown 350 hat, wie der Name schon erahnen lässt, einen Hubraum-Upgrade bekommen. Der hat jetzt 320 Kubikzentimeter. Die Leistung ist mit 30 PS annähernd gleich wie beim 300er. Drehmoment ist natürlich ein bisschen höher. Und der 350er kommt serienmäßig mit ABS. Ja, das wäre es soweit von den Kymco-Neuheiten 2015.